Die folgenden Zeitkapseln zeigen Geschichten aus den letzten beiden Jahrhunderten dieses Hauses, eines wichtigen Kulturstandortes in Berlin. In der DDR war das Maxim Gorki Theater eine Bühne, auf der russische und sowjetische Autoren gespielt wurden, manchmal auch linke Dramatiker aus dem Westen und natürlich Theaterstücke von DDR-Autoren. Als im Sommer 1961 die Mauer gebaut wurde, war die erste Inszenierung der Spielzeit das Stück des englischen Dramatikers Evan McCall, Rummelplatz. Die Zeitung der SED, Neues Deutschland, beschreibt das Stück, das in England verboten war, als Text eines Mannes, der Militarismus und Kolonialismus unversöhnlich gegenübersteht. Das Theater wurde auch ständig beobachtet. Das Theater wurde auch ständig beobachtet. Kontrollen von außen und IMs von innen achteten darauf, dass niemand und nichts abwich von der Kulturpolitik der SED. Dennoch hatte das Theater eine starke Ventilfunktion. Im Unterschied zu Presse, Rundfunk und Fernsehen konnten von der Bühne mehr Wahrheiten über den real existierenden Sozialismus formuliert werden, oft in verschlüsselter Form. Das Publikum verstand die Metaphern. Die Idee zu dem Stück »Die Übergangsgesellschaft« hatte Volker Braun schon Anfang der 80er Jahre, nachdem er Thomas Langhoffs Inszenierung »Drei Schwestern« von Anton Tschechow gesehen hatte. Beide Theaterstücke beschreiben gesellschaftlichen Stillstand, Volker Braun den in der DDR. Am 9. November spielt das Maxim Gorki Theater im Studio »Die schreckliche Brautnacht« und andere schauerliche Geschichten von Räubern, Jungfrauen und ähnlichen Berufen. Es ist die 252. Vorstellung des Liederabends. Im Vorstellungsbuch ist vermerkt, dass sich die Schauspieler 18 Mal verbeugten und noch 2 Zugaben sangen. Davon, dass gegen Mitternacht am Grenzübergang Bornholmer Straße DDR-Bürger in den Westen gehen, war in der Vorstellung nichts zu spüren. Die Mauer fällt. Wahnsinn, hört man auf den Straßen. Wahnsinn.